Lovelin Enebeki ist in großer Sorge. Im März 2022 kommt das erste Kind der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin zur Welt. Gemeinsam mit ihrem Mann Toni Weigel darf sie einen kleinen Sohn auf der Welt begrüßen. Im Netz hält die Hamburgerin ihre Community auch stets über die Entwicklung des kleinen Levi auf dem Laufenden. So berichtet sie beispielsweise von seinem Zahnungsprozess oder den ersten eigenen Schritten. Aktuell ist das Mama-Sohn-Duo jetzt gemeinsam im Skiurlaub in Österreich. Doch nun hat Lovelin besorgniserregende Neuigkeiten. Die Mama erzählt, dass es ihrem Kind zuletzt gar nicht gut geht. Gestern hatten wir einen richtig doofen Abend. Levi hat nur geschrien und gebrochen und teilweise keine Luft bekommen. Da hatte ich echt Panik, schildert sie. Auch die anschließende Nacht wird es nicht besser. Ob es ihrem Nachwuchs mittlerweile besser geht, verrät Lovelin bisher nicht. Den Fans gibt Lovelin aber sicherlich Bescheid, sobald Levi wieder richtig fit ist.